Hallo Leute, willkommen zurück bei Kerbal Space Program Version 0.25.642. Das erst Folge. Moment, Freitag, Sonntag. Wo ich mit rauskam. Will heißen, 8. Oktober oder was, am 9. Oktober? Auf jeden Fall noch gar nicht so lange her. Und perfekter Zeitpunkt. Mein's Windows hat sich zerschossen. Warum, weiß ich nicht. Ist halt so, da ich bei mir KSP eines der Projekte ist, da ich nicht auf Festplatte gesichert hatte, weil ich das immer kurzhand aufnehme, kann ich das Let's Play hier nicht fortsetzen. Aber nicht so schlimm. Denn es sind sowieso neue Teile dazugekommen. Ich schaue nur hier kurz mal wieder meine Einstellungen an. Wenn ich das Terrain-Detail hochschraube, das hält mein Computer einfach nicht aus. Hauptsache Shadows nimmt da hin und wieder mal an, wenn er Bock hat. Tja, das sind wie immer meine Einstellungen. Jeder PC hat seines, ne? Hust. Ja, was gibt's Neues in der Version 0.25, heißt sie offiziell. Es gibt hier ein neues Untermenü, Add-ons und Mods. Da kommt man auf eine Webseite, wo alle Mods und Add-ons von KSB, die zurzeit zur Verfügung stehen, drauf sind. Da sind ein paar coole dabei. Wenn man so viele hat, dann muss man einen extra Mod draufpacken, der alles einpackt und klein hält. Das gibt's wirklich, das ist gar nicht mal so, ne? Aber jetzt fangen wir mal an wieder mit einem. Meine Einstellung, die ist jetzt möglich. Ich habe mal ein bisschen herumprobiert. Ich habe hier schon mal, wie gesagt, ein bisschen herumprobiert. Droht, ja. Um zu sehen, was neu ist. Und es sind geile Sachen dabei. Zuerst mal, wenn man Start Game sagt und sagt, ich will Karrieremodus machen, in den Namen BL wieder mal, wie vorhin. Mit von ich muss mir mal alles selber machen. Nehmen wir mal die Retro. Wenn ich jetzt nicht Start drücke, sondern hier links, stellt hier Difficulty Options. Ja, Schwierigkeitsgradsoptionen, wörtlich übersetzt, frei übersetzt, Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Da kann man jetzt einen Schwierigkeitsgrad einstellen, was richtig cool ist. Das heißt, wenn euch das Game zu leicht ist und ihr euch keine eigenen Challenges aufbauen wollt, dann könnt ihr einfach mal so auf Hard stellen und dann sieht man mal, was hier eigentlich herumgeschraubt wird. Also schauen wir mal hier an. Bei Normal. Wenn man Normal spielt, dann hat man kann Flüge rückgängig machen, man kann speichern, man kann die Crew, die fehlt, automatisch wieder respawnen lassen. Das heißt, die Körbel sterben nicht, wobei ich das sehr gerne ausschalte. Dann, dass er Crewmember, die fehlen, automatisch angeheuert werden. Und die, wie heißt das? Die Forschung kostet kein Geld. Dann haben wir hier noch, dass die Stationen, die Gebäude unzerstörbar sind. Das ist ein neues Feature in der Version 0.25. Da schauen wir uns gleich an. Und dann kann man hier noch sagen, es gibt hier ein paar Stock-Vorfertigungen. Die kann man verwenden, aber wozu? Ich meine, Raketen bauen ist doch nicht so schwer. Hust, hust, hust. Ich glaub's mal selber nicht. Okay, was kann man noch einstellen? Ja, wie viel Geld man am Anfang hat? Bis eine halbe Million. Wobei das viel zu viel ist. Ich glaube, das ist sogar bei Easy. Ja, sogar bei Easy ist das viel zu wenig. Alter, das ist ja richtig krass. Easy zu normal. Ja, da merkt man ein bisschen Unterschied. Dann, wie viel Science man am Anfang hat, das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel, so wie ich bei Let's Play, oder wenn man halt von vorherin eine Speicherung kaputt ist und sagt, ich will jetzt eine bestimmte Anzahl an Science haben, dann ist das sehr, sehr gut. Ich glaube, das mache ich dann sogar. Oder ich fange wieder bei Null an. Mal sehen, wie ich das mache. Dann kann man hier einstellen, wie die Start-Reputation ist, also der Bekanntheitsgrad. Das ist, welche Missionen euch zugeteilt werden. Bei 0, ja, Standardmissionen bis 1000, die ganz krassen Missionen mit 3 Sternen, die viel Geld geben. Oder man fängt mit minus 1000 an.
Wobei, ich habe da irgendwie noch keinen Unterschied festgestellt. Also ich habe da mal ein bisschen herumprobiert. Man bekommt auch mit minus 1000 Reputation noch immer Missionen, aber extrem wenig. Also bald man ein bisschen Plus bekommt hier von der Web, wie ich sie kurzhand nenne, dann geht's mit den Missionen schon wieder los. Was haben wir noch zu einstellen? Die Rewards und die Penaltes. Also, sagen wir mal, ich würde für eine Forschung am Mond 100 Forschungspunkte erhalten. Dann ist jetzt die Einstellung, dass ich diese 100 Forschungspunkte erhalte. Wenn ich es jetzt hochschraube, bekomme ich statt 100 Forschungspunkte zum Beispiel 1000. Das Zehnfache. Bis zum Zehnfachen kann man einstellen. Das ist wow. Also wenn man es ganz leicht haben will, ich empfehle euch, jeden Regel nach rechts zu schieben hier und hier bei Fans auf ganz links. Das ist dann so einfach. Ich meine, das macht keinen Spaß mehr. Was kann man hier noch einstellen? Das hier ist das Geld, die Funds. Dann wie viel Reputation man dazu gewinnt pro Mission. Das kann man hier auch einstellen. Und dann noch, wenn man eine Mission fehlschlägt, wie viel Geld abgezogen wird und wie viel Reputation abgezogen wird, kann man hier noch einstellen. Ich glaube, das war's. Jupp. Aber bevor ich da jetzt wieder was Neues anfange, will ich euch mal kurzhand den Sandbox-Modus zeigen. Dazu nehme ich das hier, was ich vorhin hier gemacht habe, mit meiner kleinen Spielerei. Denn, wie man in Schwierigkeitsmodus-Bildschirm schon gesehen hat, es gibt zerstörbare Gebäude. Die Frage ist nur, welche sind zerstörbar? Ganz einfach. Die hier. Das ganze Feld hier ist zerstörbar und es gibt ein neues Gebäude, nämlich das hier links unten. Das geht nur im Karrieremodus, das Administrationsgebäude, das zurzeit ausgeschaltet ist. Ich habe noch keinen Deutsch-Badge gefunden im Netz. Dann habe ich hier schon ein bisschen rumgespielt. Man kann jetzt nämlich hier ohne herumzusuchen müssen, also in die Tracking Station zu gehen. Wenn es hier in der Nähe herumliegt, dann kann man da direkt hingehen. Ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. Obwohl sich ein paar beschwert haben. So. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist die zerstörbaren Gebäude. Das ist die beste Neuerung von allen. Obwohl, ich glaube, es soll nur eine Art Spielerei sein. Also ich mache jetzt mal ganz kurz an, was ein Committer mit angesteckten irgendwas. Dann hier nochmal was angesteckt. Nochmal was reingesteckt. Ja, ich mache das immer gerne so, dass das auch ordentlich aussieht. Dann, whoops, einen Dank. Dann eine Kontrolle. Bei den Kontrollen gibt es was Neues, eine Neuerung. Dieses Small Inline Vection Wheel, das ist jetzt richtig klein geworden. Wenn man denkt, wie vorhin das war, das ist jetzt so groß. Vorhin konnte man das getrost zwischen erste und zweite Stufe machen. Es ist jetzt kleiner als... Moment, wo ist er? Dieses Command Pod, das hat ja immer darunter gepasst. Jetzt passt das nicht mehr drunter. Also mal hier als größten Vergleich. Das haben sie interessant gemacht. Das ist jetzt richtig winzig geworden. Dieses Reaktionsrad, wie ich es mir gerne nenne. Und es hat jetzt auch neue Werte. Es hat jetzt nur 5.0 Werte auf jede Seite. Vorhin war es ja auf, ich glaube, 10 bis 15. Auf jeden Fall sehr hoch. Dafür gibt es aber jetzt diesen Advanced Inline Stabilizer. Der soll das ersetzen, was vorhin das hier gemacht hat. Ich finde schade, dass es nur 3 Teile von insgesamt von denen hier gibt. Ah, naja. Das hier soll das alte also ersetzen. Finde ich cool, so kann man das auch wieder gebrauchen. Aber das brauche ich hier nicht, ich brauche das große hier. Man bräuchte hier ein SS-Modul, was hier noch Tramklappe ist, also noch ein größeres. So was würde ich mir wünschen. Mal sehen, wann das kommt oder ob das überhaupt kommt. So, jetzt mache ich mal die Rakete fertig. So, dann hier den 2000er Antrieb und das müsste eigentlich schon reichen. So, Sicherheit halber noch ein bisschen mehr. Teile, die ich hier zusammenbaue, bräuchten natürlich im Karrieremodus einiges an Forschung. Vor allem die ganz riesigen Teile, die kosten ja 550 am Ende.
So, falls das nicht reicht, mache ich hier so eine Art ballistische Rakete. Das heißt, dass ich das hier wie eine Art Bombe abwerfe, was ich hier gerade an der Seite ranklatsche. So eine Art Streubombe, könnte man sagen, ja. Selbst gelenkt, natürlich. So, das brauche ich nicht, sind überbewertet hier. Das dürfte eigentlich reichen, um ein Gebäude einreißen zu lassen. Manche haben ja gesagt, zumindest habe ich so gelesen, dass mit den zerstörbaren Gebäuden erweitert wird mit der Version 0.26 von KSB. Lass ich fliegen. Wuhu! Wohin lasse ich fliegen? Einfach mal ins nächste Center hier, was in der Nähe ist. Und Vollgas rein! Und ich hab's verfehlt. Das nächste, komm, komm, komm! Das ist typisch, oder? Aber hier sieht man mal, es gibt neue Explosionen. Ja? Die Explosionen wurden überarbeitet, die sind jetzt nicht mehr so, wie sagt man, buffig? Sondern es ist fast schon so, als würde jetzt wir live explodieren. Jetzt, komm, 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 komm. Jetzt will ich aber reinfliegen hier, ja? Die Rakete ist ganz schön heavy zu steuern. Die ist auch groß, ja? Komm, 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 komm. Ja, 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 komm, das geht, Wieso nicht? Wieso nicht? Was soll das? Vorhin hat's funktioniert. Ja, das ist der Vorführungseffekt, glaube ich, nennt sich der. Ne? Immer wenn ich was mache, will funktionieren nicht. Moment. Langsam. Vielleicht muss ich langsam machen. Ja, das hilft. So. Voll rein da! Zerstörungsmodus aktiviert! Stabiler als ich dachte. Man kann das wirklich zerstören. Man muss nur eine große Rakete draufknallen. Und auch noch im richtigen Winkel. Das ist gar nicht so einfach. Man könnte jetzt auch das mit Cheats machen, aber ich will das mit einer Rakete machen. Ich habe es heute schon geschafft. Und das war eine viel kleinere Rakete als wie das hier. So, ballistische Raketen abwerfen und... Immer nicht. Bist du aber hartnäckig. Oder muss ich mehrere Raketen draufknallen? Oder ich baue etwas ganz Großes. Also, alles was ihr hier seht, von den Center hier, ist zerstörbar. Ich will das jetzt mal kriegen. Ich will das klein kriegen. Ich bin ein bisschen hartnäckig. Ich bin hartnäckiger wie du! Hopp mal. Anscheinend nicht. Und das Sound wurde auch geändert. Also, man hört das richtig so raus. Wumms! Als wäre das so eine richtige Wucht von Explosion. Das finde ich richtig cool gemacht. Also, und falls das zerstört wird, dieses Gebäude, kostet. Die Kostenpunkte für die Reparaturen sind extrem. Ich hatte vorhin nachgeschaut. Hier in diesem Modus stand das auch, wie viel das kostet. Eine halbe Million Pfands! Hallo? Okay, wir live sind Gebäude auch nicht gerade billig für die Raketen bauen, aber... ja, nett. So, jetzt baue ich die Rakete mal eine Stufe größer. Wenn das auch nicht hilft, tja, dann muss ich mir was anderes einlassen. Okay, das sieht bisschen knackt aus. Nehme lieber das 1500er, genau. Das sollte eigentlich reichen. Und für diese, ja, orangen Tanks gibt es hier diese Nase. Die sieht cool aus. So, wenn das jetzt nicht reicht, um das ganze Gebäude explodieren zu lassen, dann baue ich eine Art... ballistische Rakete, aber so eine richtig große. Ich kenne dann keinen Patron mehr. Mir kommt auch vor, die Ladezeit wurde etwas verkürzt. Es kann sein, ob das wirklich so ist. Ob das nur meine Meinung ist. Aber, ja. Generell kommt es mir ein bisschen kürzer vor. Also auch vom Ladebildschirm. So, jetzt komm, 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 komm. Das sollte gehen. Ja!
Ja, komm, komm, komm! Ich reiß dich ein! Leck ein bisschen, aber es ist fremd nieder. Das hat so einen geilen Effekt. Es klingt auch geil. Yeah, das Ganze brennt. Alle Körper ist da drin. Tot. Ich bewege keinen. Huste, die armen Körpers. Aber das kann man mit jedem Gebäude hier anstellen. Wirklich mit jedem. Sogar mit dem Radar hier kann man das machen. Man muss nur gut zielen können mit den Raketen. Auch mit dem. Mit jedem Gebäude, das ihr hier seht. Selbst mit dem Swimmingpool. Obwohl, da fällt man eher ins Wasser. Und wenn man da jetzt rausgeht, Moment. Escape. Space Center. Dann sagt er, ich kann keine Raketen mehr bauen. Beziehungsweise, ich muss erst wieder aufbauen, bevor ich da rein kann. Weil das Coole ist, jetzt in der Übersicht ist das auch kaputt. Also das ist Detailarbeit. Ich finde das cool. Und hier sieht man schon den Status out of service. Ja, ich kann keine Rakete bauen. Und das Ganze kostet 480.000 Fans. Stellt euch das mal im Karrieremodus vor, Leute. Das ist der Oberhammer. So, gehen wir zurück zum Menü. Und zum Karrieremodus. Da muss ich offscreen dann wieder die Forschung machen, die ich schon gemacht habe im Let's Play. Alles nicht so schlimm, wie gesagt. Weil wenn eine neue Version ist, fange ich generell auch sehr gerne wieder neu an, damit ich wirklich merke, was anders ist. So. Die Retroflagge nehme ich, mit einem PL, Karrieremodus. Schwierigkeitsgrad. Grad. Nimm mir hart. Einfach mal so. So, wenn ich jetzt ein Gebäude zerstören würde das sehr teuer werden. Ich habe am Anfang nur 10.000, habe ich gesehen. Man hat 0 Reputation. Das ist normal. Und jetzt ist dieses Gebäude hier offen, soweit ich weiß, das links unten. Habe ich was verpasst? Hallo? Ich kann dort nichts andrücken, Leute. Was zur Hölle? Hallo? KSB? Was ist los? Es geht nicht. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Moment, ich starte mal neu, vielleicht liegt es daran. Okay, jetzt geht es. Keine Ahnung, was los war, ich muss das ganze Spiel neu laden. Okay, gehen wir zuerst mal ins Administrationsgebäude. Das ist ganz neu. Wer wundert's? Es gibt hier 4 Kermans. Mortimer, Linus, Vault und Gus Kerman. Ich weiß nicht, ob die Namen vorgefertigt sind, aber ich glaube schon. Da ist eine kleine Beschreibung, was er macht. Und ob er Freunde hat oder nicht, zum Beispiel der hier. Der Mortimer Kerman, auch genannt Mortimer. Er hat nicht viele Freunde. Aber er hat sehr gerne Sachen unter Kontrolle. Aha. Es ist eine sehr schwere, stressvolle Arbeit. Okay. Linus Kerman für Designs. Dann haben wir Public Relations? Old Kerman, ne? Ist die Sprechperson zum Space Program. Er trägt einen Anzug, ja. Was für seinen Job nicht gebraucht wird. Ja, da hat sich jemand eingegeilt, ey. Okay, was kann man hier machen? Man kann hier ein bisschen hier durchklicken. Und hier kann man zum Beispiel einstellen, dass ich mehr Forschung haben will. Oder weniger. Das Ganze kostet Reputation. Also hier kann man Reputation austauschen gegen Effekte. Zum Beispiel mehr Science. Dafür wieder Reputation weg. Also könnte man sagen, ist Reputation eine mehr oder weniger Währung, die dazu führt, dass man mehr forschen kann, solche Sachen. Das ist eigentlich eine sehr coole Idee. Hier kann man zum Beispiel auch Reputation benutzen, um mehr Geld zu bekommen. Ist auch sehr interessant, weil ich frage mich gerade, was das hier ist.
ist irgendetwas mit dem Forschungslabor. Okay, dann haben wir... Ah, was ist das hier? Hier kann man Science eintauschen? Science zu Reputation. Also wenn man so viele Forschungspunkte hat, kann man wieder Reputation kaufen. Aha. Das ist sehr interessant. Ich habe mir das hier noch nicht so ganz gut angeschaut, aber es ist sehr interessant, dieses Gebäude. Mit Swimmingpool natürlich, ja? Ich war da heute schon drin mit dem Rover. Da kann man wirklich durchschwimmen. Das Wasser ist gerade mal 1,20 Meter tief. So circa. Dann hier ist das Astronautenkomplex. Hier kann man Astronauten anheuern. Das haben wir letztens noch nicht gesehen, aber hier kann man Astronauten anheuern, die einen gewissen Wert von Courage und Blödheit haben. Ja, Blödheit. Stupidity. So könnte man es auch bezeichnen. Astronauten mit viel Courage, ja, die haben halt, die sind berühmt, könnte man sagen. Und die für Stupidity, ich glaube, die sind für Raumstationen nicht gut. Für Flüge vielleicht, aber für Raumstationen würde ich einen nehmen, zum Beispiel Bob Kerman. Der hat ein bisschen wenig Courage und sehr wenig Stupidity. Dann könnte man ruhig für eine Raumstation benutzen. Dass er irgendwie da was kaputt machen kann. So stelle ich mir das in etwa vor. Und mit nur 10.000 Geld am Anfang, wuhu, das ist ganz schön hart. Also das mit der Schwierigkeitsgrad haben sie wirklich gut hingekriegt. Schauen wir uns mal das Research-Dings an. Hier ist wie sonst immer, ich brauche Research-Punkte, aber diesmal braucht man auch Geld. Und für, also Geld, ja, dieses Haken da, was aussieht wie eine Wurzel. Und für jedes Forschung, was ich hier freispiele, muss ich was zahlen. Und das ist gar nicht mal so billig, habe ich mal schon reingeschaut. Also wie immer mache ich mal hier ein bisschen was vor, wie man es machen kann, nicht machen muss. Am Anfang, wenn man auf Hard spielt, Pod ausgepackt, Science draufgepackt, wenn möglich. Ja, okay. Kann ich wirklich viel machen. Ja, einfach das hier raus. Und Science mitnehmen. Einfach so. Ich frage mich gerade, ist der Körperletzer eigentlich schon eine Rakete drin oder nicht? Ich bin in den Schwierigkeitsgrad Hard, ne? Ah, okay, da ist schon mit, okay. Ich dachte, ich muss jetzt manuell einpacken oder so. So, okay, Quivoport bringt... Was? Wie viel? 0,9 Punkte, 1 Punkte? Das wird ein Spaß, da 5 Punkte zu sammeln. Okay, 3,4, dann oh, runter von da, ja, geh hier rum, dann EVA, also Moment, da muss ich noch, da muss ich einpacken, genau, zack. Ich kann nur einen VW-Report haben in der Hand. Dann hier noch einen. Geht nochmal 1,4. Es wird mit 5 knapp, aber ich glaube, ich hab's. Hier kann man direkt zum Space Center gehen. Was dieses Ding soll, ich habe keinen blassen Schimmer, aber okay. Ist es da? Ist wahrscheinlich so eine Art Kurztaste, ja? So kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem, ich brauche den nicht. So. Ja, 5,7 Science gemacht. Kein Geld verbraucht, weil potenziell habe ich keins bekommen, weil ich ja, nichts gemacht habe. Dann schauen wir uns das mal an. So, ich forsche das hier mal und jetzt muss ich das Ganze auch noch kaufen. Ich kann alle auf einmal kaufen. Das kostet 3.350 Pfands. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will etwas Bestimmtes nicht haben, zum Beispiel den FLT-100 Tank. Den brauche ich eigentlich so gut wie nie. Oder ich will ihn erst später forschen. Dann klicke ich auf ihn nicht, sondern ich nehme den FLT-400, Research. Dann steht hier Owned. Also den habe ich jetzt fix. Dann den Mystery Goo Container, ist gut für Forschung. Und den Stack Decoupling braucht man so oder so. Das ist sehr gut, wenn man bestimmte Sachen nicht forscht. Wenn man sie zum Beispiel nicht braucht. Zum Beispiel wie das hier. Das könnte ich nicht gebrauchen. Schauen wir mal nächste rein. Okay, hier kann ich alles gebrauchen. Dann bei der Stabilität. Die Flügel sind nicht so meins. Die No-Nase, ja. Und Sepatron braucht man eventuell. Booster. Also das haben sie sehr gut gemacht. Vor allem, wenn man den Schwierigkeitsgrad schwer hat. Ich frage mich noch immer noch, was die 1 hier bedeutet. Oder hier 3, 3, 3.
Eine Stunde, einen Tag, ein Monat, ein Jahr. Also das mit den 1 und 3ern hier ist mir noch immer nicht ganz klar, was es hier soll. Es soll ein Zeitindex sein, so stelle ich mir zumindest vor. Die Frage ist nur, wofür? Also, sie haben das Spiel schwerer gemacht. Finde ich eine gute Sache. So, soviel zur Aufklärung und jetzt muss ich hier Raketen basteln, forschen. Das übliche E und Je und dann muss ich wieder schauen, dass ich so weit bin wie im letzten Part. Moment, wie weit war ich? Ich habe eine Rakete nach Gilly geschickt, Richtung Duna, bei Ike, ne, vorbei. Und eine Richtung Joule, genau. Das war eigentlich schon ziemlich weit. Naja, Leute. Ich hoffe, dieser Aufklärungspart hat euch... Oh, Moment, ich habe was vergessen. Stimmt. Moment, gespeichert wird es automatisch. Die neuen Teile zeigen. Ups. Hätte ich es fast vergessen. Es gibt nicht ein paar neue Teile. Ein paar. Nämlich, damit kann man besser... Flieger basteln. Düsenjets. Solche Dinge. Nicht Hubschrauber. Okay, geht auch. Ist aber ein bisschen tricky. Da will ich euch hier zeigen im Modus, wo alles vorhanden ist. Nämlich in einem anderen Gebäude, wo ich noch nie drin war. Hier kann man nämlich Düsenjets bauen. Mhm. Soweit so gut. Baue ich zum Beispiel hier dieses MK2-Cockpit. Das ist neu dazugekommen. Das sieht richtig geil aus. Hallo. Ein bisschen leer drin, aber hey, es ist da. Oder ist hier das MK2-Inline-Cockpit. Hier mal als Vergleich. Ich weiß nicht, wozu dieses Inline-Cockpit da ist, aber das andere sieht besser aus. Vielleicht als Zwischenteil. Ansonsten gefällt mir dieses Cockpit. Hier ist der Einstieg auf der Seite. Also detailreich ohne Ende. Und hier sieht man, dass die Körper hier, die Körbels hier durchgehen können. Die Kammern hier sind hier unter Propulsion. Da ist ein Monopropellant-Tank. Das ist für die Düsen. Also diese Dinger hier. Und der ganz normale Tank, und, hier. Der hat normales flüssigen Treibstoff, mit dem man fliegt. Ich baue jetzt mal was Kleines zusammen. Wirklich was Kleines. Dann sind neue Flügel dazugekommen, was ich richtig geil finde. Man kann jetzt richtig Düsenjets bauen. Vorhin war das nicht so gut möglich. Es war zwar möglich, aber man musste entweder dafür Mods herunterladen oder man musste sehr, sehr viel, wie sagt man, es sah komisch aus. Ja, ich glaube, das ist ein richtiger Ausdruck. So. Ist soll jetzt einfach nur zum Zeigen da sein, also nicht wundern, wenn das jetzt ein bisschen bescheiden aussieht. Also was braucht das Ganze noch? Natürlich Räder, die sind hier unter Utility. Das sind die hier, die Small Gear Base. Einfach vorne und hinten ranklatschen. Man kann so machen, genau, dass hier vorne 1 ist und hinten 2, damit das Ganze stabil ist. Moment, nicht so tief liegend. So, Moment, genau so. Ne, etwas halt das Land schon. So ungefähr. Das Problem ist an diesen Flügeln, sie sind nicht steuerbar. Diese neuen Flügel, die sind wirklich nicht steuerbar. Man kann sie nicht steuern. Und man kann auch kein Steuermodul hier einbauen, weil ihr seht, das hat hier keinen Platz. Fragt man sich, wie steuert man sowas eigentlich? Tja, das weiß ich jetzt noch nicht. Da bin ich nicht ganz durchgekommen, aber was auf jeden Fall dieser Flieger braucht, ist ein Solarpanel. Ja, das braucht es wirklich, denn es hat zwar Energie, ja, aber die ist sehr schnell verbraucht, wenn man nicht aufpasst. Also ein paar Batterien ranklatschen, ein paar Solarzellen und dann passt das. Dann starten wir das Ganze mal. Ich habe noch nie einen Düsenjet gemacht, glaube ich. Okay, ein paar Mal herumprobiert. Also einen richtigen, der in den Weltraum fliegt? Nein. Weil das nennt sich Single Stage to Orbit oder auch kurz gesagt SSTO. So, das ist er jetzt. Und man, es gibt jetzt nämlich hier eine Innenansicht. Wenn man C drückt, sieht man die Innenansicht von den Körbels. Hallo!
Wie geht's so? So, hier drin kann man einen Regler stellen. Das ist der normale Regler, also Gas geben, bremsen. Dann kann man hier ein bisschen rumdrücken, für das ASI ist, ESSA ist. Und dann hier der Nachball, der wurde ein bisschen überarbeitet. Naja, das sieht man jetzt nicht so gut, da gehe ich jetzt mal raus. Das sieht man auch nicht wirklich gut. Weil jetzt sieht man, Moment, wo ist denn die Ansicht? Hier, die M-Map. Wenn man im Orbit ist zum Beispiel, dann sieht man auf dem Nachball, wo nicht nur vor, also Retrograde und Prograde ist, also vorwärtsbrennen und andere Richtung, abbremsen, sondern auch wo Norden, Süden, Westen, Osten hinein und hinaus ist. Das ist ziemlich cool. So, starte ich mal den Flieger hier. Was nicht geht, weil er keine Luft bekommt. Ups! Ja, diese Triebwerke von diesen Düsenjets, am Anfang die brauchen Luft. Die funktionieren nicht so wie Raketentriebwerke. Die Raketentriebwerke kann man ja Oxidizer und noch irgendetwas. Und oh, es ist mir abgeschmiert. Naja, nicht so schlimm. Normalerweise müsste ich jetzt auf Aerodynamik gehen und ein paar Luftdüsen ranbauen und das war's dann. Tja, ist mir das Game Crash, kann passieren. Ich sag bis zum nächsten Part, ich werde hier Raketen bauen ohne Ende und sag ciao!